Ja, also ich stehe heute in Ludwigshafen neben dem, glaube ich, einzigen Rasengleisabschnitt der Ludwigshafener Straßenbahn. Mich hat der schon als Kind total fasziniert, weil nämlich ich das total spannend fand, dass die Gleise eben nicht in der Straße, also im Asphalt oder gepflastertem Boden eingelassen sind, sondern im Gras. Daher nennt man den Rasengleisabschnitt auch Rollrasen in der Literatur. Also Rollrasen, Rasengleis bedeutet im Prinzip, dass die Straßenbahnschienen mit ihren Rillen im Gras oder im Rasen drin liegen. Mittlerweile gibt es in Ludwigshafen-Mannheim verdammt viele dieser Abschnitte, aber ich glaube, in den 90er Jahren war das der erste Abschnitt, der mir so bewusst immer aufgefallen ist. Und das war auch in den 90er Jahren erst wieder im Aufkommen, weil ja so in den 80er, 90er Jahren auch das Interesse an Begrünung und so wieder größer wurde. Die Idee für Rasengleis ist aber sehr viel älter. Die ersten Rasengleisabschnitte gab es in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, so 10er, 20er Jahre, vor allem in größeren Städten wie Berlin. In kleineren Städten gab es halt viel diese eingelassenen Schienen. Irgendwann kam das halt wieder auf, dass man gesagt hat, wir müssen das machen. Und bei vielen Straßenbahnstrecken, die in den letzten Jahrzehnten neu errichtet wurden oder erneuert wurden, hat man sich gesagt, wir müssen da Rasengleis einbauen. Ja, und so gibt es mittlerweile in vielen Teilen in Deutschland und in vielen Teilen auf der Welt Rasengleisabschnitte. Oft fahren die Straßenbahnen ja auch durch Parks oder Grünanlagen oder neben der Straße lang. Und so dient quasi das Rasengleis oder der Rollrasen dann als Teil des Straßenbegleitgrunds. Und das Tolle ist, die Straßenbahn braucht ja nur die Schienen. Alles drumherum kann ja immer grün sein. Und damit zeigt sich halt auch wieder, dass die Straßenbahn ein besonderes Verkehrsmittel ist, denn das Auto braucht den Asphalt oder die gepflasterte Straße. Die Straßenbahn, die Gleise kann man überall verlegen. Und damit tut man auch immer irgendwo was für die Natur, weil wenn irgendwo eine neue Straßenstrecke gelegt wird, gibt es immer die Option, die direkt in die Wiese zu legen. Und das ist dann eine besondere Art von Umwelt- und Naturschutz oder städtischer Landschaftsplanung. Und das ist der Grund, warum wir im Naturschutz-Mai heute mal über Rasengleis geredet haben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog aus Ludwigshafen gefallen. Vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch demnächst mal in Ludwigshafen, vielleicht sogar hier. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich wie immer, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!